Hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch sehr herzlich. Wir, das sind Sabine Lettau und ich, Nora Gold. Wir möchten euch heute eine Live-Lesung bieten. Und zwar wird uns Sabine Lettau an die Nordsee entführen. Nordsee verbindet man mit Sonne, mit Entspannung, mit Schwimmen gehen, mit Sommer. Nein, so wird es heute nicht bei Sabine. Es wird gruselig. Aber hört selbst. Hier, das ist das Buch, aus dem Sabine lesen wird. Bonam Noctem. Und die Geschichte heißt Annekes Ruß. Hallo. Ich brauchte eine Auszeit, wenige Menschen und weg von zu Hause. Im Internet stieß ich auf dieses Ferienhäuschen. Die Werbeanzeige tauchte immer wieder auf, egal wo ich recherchierte. Irgendwann klickte ich mir aus Versehen darauf, ein riedgedecktes Haus auf einer Insel, geduckt hinter der Düne, drei Zimmer, offene Küche, ein verwildertes Gärtchen, einsam gelegen. Ich buchte es für 4 Wochen und fuhr am nächsten Tag dahin. Vom Fähranleger aus nahm ich ein Pferdefuhrwerk mit. Es hielt an einer Straßenkreuzung, links ging es zum Dorf, rechts führte die Straße zu meinem Häuschen. Ich stieg herunter und stand mit meinem Koffer auf der schmalen Straße und genoss den Wind, der meine Haare zerzauste. Er brachte den Geruch nach Salzwasser, Seetang und Fisch mit, fegte über meine Stirn und schien meine trüben Gedanken mit sich fortzutragen. Die Sonne wärmte meine Haut. Ich rollte den Koffer neben mir her und lief auf ein Birkenwäldchen zu, hinter dem mein Ziel lag. Krumm, schief und klein gewachsen trotzten die Bäume dem Wind. Ich fand Birken im Sandboden an der Nordsee ungewöhnlich. Ein 2 Meter hoher Findling stand am Wegrand. Ich blieb stehen und versuchte, den Spruch darauf zu entziffern. Die Schrift war zu undeutlich, also ließ ich den Koffer am Straßenrand zurück und trat näher an den Stein. Er war warm von der Sonne. Ich ließ meine Hand darüber gleiten und las die unbeholfen in den Stein gehauenen Buchstaben. Das Meer ist unser Leben. Das Meer ist unser Tod. Gott segne unsere Boote und bewahre uns vor Not. Zum Gedenken an das große Unglück von 1784. Mir wurde kalt. Ich schlang die Arme um meinen Körper. Rasch kehrte ich zu meinem Koffer zurück, lief weiter die Straße entlang und sah auch schon mein Haus. Die Bilder in der Werbeanzeige hat nicht gelogen. Eine kleine Idylle am Meer. Das Haustürschloss und der Schlüssel wirkten altmodisch. Ich schloss die Tür auf, trat in den mit Steinquadern gefliesten Wohnraum und wusste, hier konnte ich wieder schreiben. Ich kostete die Ruhe und Abgeschiedenheit aus. An jedem Morgen schloss ich, in meinen dicken Pullover gekuschelt, die Haustür auf. 3 Schritte hinaus und da war meine blau gestrichene Holzbank. Ich setzte mich, schlürfte den ersten Schluck Kaffee und fühlte mich zufrieden. Ich genoss das Gekreische der Möwen, den Wind in meinem Haar, den salzigen Geruch der Luft. Pünktlich jeden Morgen radelte ein alter Mann vorbei, schaute zu mir herüber und dann war er verschwunden, bis zum nächsten Tag. Ab dem 2. Tag rief ich ihm ein Moin zu und winkte. Er nickte kaum merklich mit dem Kopf und fuhr weiter. Am Vortag hatte ich verschlafen und saß morgens nicht auf der Bank. Es hatte an meiner Haustür geklingelt. Er stand davor, blickte mich an, drehte sich um und ging. Ich lief ihm im Nachthemd nach und blickte ihn fragend an. Er winkte ab, er wollte nur schauen, ob bei mir alles in Ordnung sei. Dann fuhr er weiter. So viel Fürsorglichkeit in der Nachbarschaft legte sich wie ein warmes Tuch um meine Schultern. Das nächste Haus stand 1,5 Kilometer entfernt, dazwischen lag das Birkenwäldchen. Gleich würde er wieder vorbeiradeln. Aus den Augenwinkeln nahm ich etwas auf der Schwelle vor meiner Haustür wahr. Einen nassen Fleck? Wo kam der her? Es hatte nicht geregnet. Ich zuckte mit den Schultern und genoss meinen Kaffee. Das Gärtchen war romantisch. Hohes Ziergras, das sich in der Brise bog, Büsche, in denen der Wind flüsterte, wenn er die Blätter zum Tanzen brachte. Unter den Fenstern des Hauses hatte jemand Lavendel, Salbei und Rosmarin gepflanzt. Windgebeugte Birken flankierten das Häuschen an den Seiten. Die unbekannte Gärtnerin hatte Schmuckelemente in die Büsche, die Birken und jede geeignete Stelle gehängt und zwischen die Pflanzen gesteckt. Kleine Emaille-Medaillons mit keltischen Kreuzen, Pentagrammen und Runen. Als ob jemand einen okkulten Laden ausgeraubt hätte.
Oder die Besitzer waren extrem abergläubig. Ich googelte die Zeichen mit meinem Handy. Sie galten als Bannzeichen gegen das Böse und Abwehrzeichen gegen Dämonen. Ich lächelte darüber, spürte aber, wie sich die Härchen an meinen Armen aufrichteten. Inspiriert setzte ich mich an meinen Laptop und verbrachte einen produktiven Tag. So schnell hatte sich bisher noch keines meiner Romanprojekte entwickelt. Wobei, eine Weihnachtsgeschichte im Frühsommer zu schreiben, bot die eine oder andere Herausforderung. Der starke Wind hielt abends genügend Gründe bereit, heißen Tee und Grog zu kochen, und tagsüber gaben mir meine Eisvorräte im Tiefkühlfach Anregungen. Am späten Nachmittag fuhr ich mit dem Rad durch das Birkenwäldchen ins Dorf. Als ich an dem Findling vorbeifuhr, überrollte mich ein Gefühl von Einsamkeit und Leere. Schnell fuhr ich weiter. Der Dorfladen war neben der Kirche. Ich schloss mein Rad an, nahm meine Fahrradtasche und trat ein. Eine rundliche Frau stand an der Kasse und nickte mir freundlich zu. Moin. Ich liebte dieses Moin. Mhm. Ein Wort, man gehörte dazu und alles war gesagt. Der Laden wirkte ordentlich und sauber, das Gemüse war verlockend angeordnet und frisch. Alles aus der Region. Ich bedankte mich bei ihr mit einem Lächeln und packte Vorräte für die nächsten Tage in meinen Einkaufskorb. Neben der Kasse entdeckte ich eine Glasvitrine mit einer kleinen Auswahl an Kuchen und Keksen. Mein Magen knurrte vernehmlich und die Frau lachte. Ich werde das als ja, was darf es denn sein? Nimm den Pflaumenkuchen mit Streuseln. Der alte Mann, der morgens an meinem Häuschen vorbeifuhr, trat aus dem Hinterzimmer. Magst du Kaffee oder Tee dazu? Sein Blick war ernst, wie immer. Tiefe Falten hatten sich in seine Stirn gegraben. Ich blickte auf meine Uhr. Tee ist vermutlich besser, sonst schreibe ich die ganze Nacht durch. Ich bin der Ole und das ist meine Frau Stine. Ich reichte ihm die Hand. Johanna, schön euch kennenzulernen. Johanna wohnt im Strandhaus. Stine warf ihrem Mann einen merkwürdigen Blick zu, den ich nicht zuordnen konnte. Oder hatte ich mich getäuscht? Sie lächelte mich gleich darauf herzlich an und sprühte mir noch Sahne über den Kuchen. Wir plauderten eine halbe Stunde, das heißt, ich plauderte mit Stine. Ole schwieg. Ich aß meinen Kuchen und trank den Tee. Dann bezahlte ich meine Einkäufe, erhielt von Stine noch ein Schälchen Erdbeeren dazu und radelte zufrieden zurück zu meinem Häuschen. Abends genoss ich den Blick aus dem Dachgeschoss auf das vom Mond beleuchtete Meer. Als mir kalt wurde, kroch ich ins Bett, kuschelte mich unter die dicke Decke und lauschte. Irgendwo schlug eine Kirchturmuhr. War das 11 oder 12 gewesen? Die Wellen rauschten und schlugen an den Strand. Ich stellte mir die Gischt auf ihren Kämmen vor. Im Garten raschelte es. Vielleicht eine Katze? Eine Katze wäre die Krönung für meinen Schreiburlaub gewesen. Streicheln, schnurren, kuscheln. Eine eigene fiel aus. Nach Ende des Urlaubs könnte ich sie nicht mit in die Stadt nehmen. Ich schlief ein. Ein Geräusch drang in meine Träume, ließ mich hochschrecken. Ich musste mich orientieren. Da hörte ich es wieder. Rhythmisch patschend bewegte sich etwas am Haus entlang. Was war das? Mein Handy. Ich nahm es vom Nachttisch und wählte 110. Mein Daumen schwebte sekundenlang über dem grünen Hörersymbol, bis ich es wegklickte. Kein Einbrecher würde solchen Lärm machen. Ein Schauder kroch mein Rückgrat entlang. Ich schlich zum Fenster und lugte hinaus. Das Schlafzimmer befand sich im Obergeschoss und durch das vor mir liegende Dach konnte ich nicht direkt zur Haustür schauen. Außerdem war es stockfinster draußen. Wo war der Mond geblieben? Der Wind? Nicht das leiseste Lüftchen regte sich. Kein Wellenrauschen war zu hören, als ob die Welt stillstünde. Es stank massiv nach Fisch. Hatte jemand Abfälle vor das Haus gekippt? Wut stieg in mir auf. Ich drehte mich vom Fenster weg und wollte zur Tür stapfen, die Treppe hinab vor die Haustür stürmen und den Missetätern im Garten die Leviten lesen. Da fühlte ich, wie dieses Gefühl aus dem Birkenwäldchen über mich hinwegrollte. Einsamkeit, Leere. Unfassbare Kälte. Zitternd schlang ich die Bettdecke um mich, sank an der Zimmertür auf den Fußboden. Dort blieb ich hocken, bis ich die Glocke 1 Uhr schlagen hörte. Die Bedrückung glitt von mir ab. Ich fühlte mich unsagbar ausgelaugt und müde. Es war mir egal, ob sich im Garten Fischabfälle türmten. Ich kroch in mein Bett und schlief augenblicklich ein.
Das Gekreische der Möwen weckte mich. Das Geräusch in der Nacht. Ich sprang aus dem Bett, schloss die Tür auf und tapste leise die Treppe hinab. Beim Blick durch den Wohnraum konnte ich nichts Ungewöhnliches entdecken. Ich schlich zur Haustür, öffnete sie und lugte in den Garten. Alles sah normal aus. Ich trat auf die Türschwelle und in Nässe. Der Fleck war wieder da. Ratlos und grübelnd, was die Ursache sein könnte, ging ich zu meiner Bank. Seegrashalme lagen auf der Sitzfläche. Ich lief rund um das Haus und fand vor jedem Fenster Seegras. Keine Spur von Fischabfällen. Auch der Gestank war verschwunden. Verwirrt kehrte ich zu meiner Bank zurück. Ich hatte mich gerade gesetzt, als Ole vorbeifuhr. Er hielt an. Moin, alles in Ordnung? Ja, danke, ich winkte ihm zu. Irgendjemand von den Einheimischen spielte mir hier einen Streich. Wie sollte ich damit umgehen? Die Polizei zu rufen war vermutlich sinnlos. Bis die hier ankamen, waren die Missetäter schon lange weg. Eine Überwachungskamera? Ich überlegte, wofür? Bisher hatte niemand Schaden angerichtet. Den halben Vormittag lief ich rund um meinen Schreibtisch, entdeckte immer wieder Kleinigkeiten, die ich wegräumte oder umstellte. Ich ging zu meinem Laptop, schrieb zwei Zeilen und löschte sie wieder. Ein Eis würde mir Inspiration bringen, hoffte ich, und füllte eine Schüssel mit Schoko- und Brombeereis, goss Vanillesoße darüber und krönte das Ganze mit ein paar Erdbeeren von Stine. Damit setzte ich mich wieder an meinen Schreibplatz, aber die Worte flossen nicht. Ich schrieb und löschte. Verzweifelt stützte ich mein Gesicht in die Hände. Wie konnte ich wieder in den Schreibmodus schalten? Im Bad schnappte ich mir ein Badetuch und mein Bikini und lief zum Strand. Hier war es einsam und niemand störte mich. Rasch zog ich mich um und lief zum Wasser. Eine Welle rollte heran und benetzte meine Füße. Kalt! Ich blieb stehen und gewöhnte mich an die Wassertemperatur. Ich lief tiefer in das aufgewühlte, trübe Wasser. Etwas Weiches breitete sich plötzlich unter meinen Füßen aus. Seegras. Es nahm mir die Luft. Ich drehte mich um und kämpfte mich aus dem hüfttiefen Wasser. Am Strand ließ ich mich auf mein Handtuch sinken und überlegte, was mit mir los war. Ein Mann mit Hund nahte. Ich packte mein Handtuch und meine Sachen und lief zurück zum Haus. Es wurde nicht mein produktivster Tag, aber ich schrieb zwei Kapitel und entwickelte Ideen für eine romantische Liebesszene meiner Protagonisten. Zufrieden mit dem Tag lag ich im Bett. Diesmal zählte ich die Glockenschläge mit. 12. Geisterstunde, wenn ich abergläubig wäre. Und tatsächlich erschien es mir, als nehme das Rauschen des Meeres an Lautstärke zu. Ich bin kein ängstlicher Typ, aber ich ließ meine Blicke durch das Zimmer schweifen und horchte auf Geräusche jenseits der Tür. Es war totaler Quatsch. Aber die Schatten in den Zimmerecken, die machten mir heute Angst. Dann hörte ich wieder das rhythmische Patschen. Da schlich jemand um das Haus. Wo war meine Stabtaschenlampe? Ich bewaffnete mich damit und huschte die Treppe hinab, horchte an den Fenstern und verfolgte, wo sich der Eindringling gerade befand. Da! Triumphierend riss ich den Vorhang zur Seite und richtete den Taschenlampenstrahl in die Dunkelheit. Ein Mann blickte mich starr an. Ich wich zurück. Er war pitschnass. Sein Gesicht schien eingefallen, grau-grünlich, und Seegras hing ihm vom Kopf. Ich schrie. Die Taschenlampe glitt mir aus der Hand. Als ich sie wieder aufgeklaubt hatte und zum Fenster hinausleuchtete, war der Mann verschwunden. Nacheinander kontrollierte ich alle Fenster im Erdgeschoss. Niemand war davor zu sehen. Ich knipste zwei kleine Lampen an, ging zur Haustür und legte mein Ohr an das Türblatt. Lange lauschte ich. Nichts. Aufatmend wollte ich mich abwenden, als etwas auf der anderen Seite der Tür entlang kratzte. Die Klinke bewegte sich langsam nach unten. Wie paralysiert schaute ich zu. Ich hatte abgeschlossen. Der Schlüssel steckte von innen. Nun begann er sich zu bewegen, wackelte und fiel klirrend auf den Boden. Der Mann rüttelte an der Klinke. Ich fiel auf meinen Hintern, kroch rückwärts zur Treppe, rappelte mich auf und rannte in mein Schlafzimmer. Hastig schloss ich ab und rückte die Kommode vor die Tür. Dann wartete ich ab. Tap, tap, tap. Er kam die Treppe hinauf. Vor meiner Tür stand er still,
kratzte am Holz. Ich wich zurück, suchte nach meinem Handy. Es lag nicht auf dem Nachttisch. Ich geriet in Panik. Das Kratzen an der Tür wurde eindringlicher. Und wie es weitergeht, verrate ich euch in Bonner Nocte. Hier noch einmal, genau. Und so sieht das Buch aus. Und ich kann euch versprechen, die anderen Geschichten bereiten ebenso viel Gänsehaut. Denn die habe ich jetzt, liebe Sabine. Herzlichen Dank. Wir hatten vorhin, ich kann das ja kurz mal sagen, ziemlich Trouble hier mit der Technik, weil das Internet immer wieder abbrach und mir war schon richtig heiß geworden. Jetzt ist das Gegenteil passiert. Annekes Fuß. Herzlichen Dank. Ja, ihr Lieben, ich lese euch noch, es gibt jetzt einen inhaltlichen kompletten Bruch. Jetzt geht es nämlich nicht gruselig weiter, sondern mit Herzschmerz. Und zwar lese ich euch aus meinem Roman Die Mädels von der Burg, eine Bühne für die Liebe. Das ist der Auftaktband zur Serie. Ja, und darin geht es um vier Mädels, die in vier junge Frauen, die ein kleines Burghotel in Franken betreiben, ganz in der Nähe von Bamberg. Und wer sich da vielleicht ein bisschen auskennt, nein, es ist nicht die Altenburg in Bamberg oder direkt an der Stadt dran. Die wäre viel zu groß. Unsere vier Mädels haben ihr Hotel in einer viel kleineren Burg. Ja, also in der ersten Geschichte geht es um Friederike. Friederike war oder ist eigentlich Bühnenbildnerin und sie hat einige Jahre in London an einem großen Theater als Chefbühnenbildnerin gearbeitet. Dort hat sie auch ihre große Liebe Rick Sampson kennengelernt und die beiden hatten mehrere Jahre lang eine Liebesbeziehung. Rick kommt eigentlich aus einer englischen Adelsfamilie aus der Grafschaft Somerset. Und in dem Buch hier geht es jetzt um die Eröffnung des Burghotels und es gibt aber zwischendurch immer mal wieder ein paar Rückblicke in die Vergangenheit. Und die ist bei Friederike voller Geheimnisse. Wäre ich damals doch niemals dorthin gefahren, dachte Friederike bitter, während sie noch einen letzten Blick in das Zimmer warf, in dem morgen Abend das Brautpaar übernachten würde. Das Hotel wird nämlich eröffnet gleich mit einer Feier, mit einer großen Feier, Verlobungsfeier. Geändert hätte es jedoch nichts. Ein Geheimnis nicht zu kennen, bedeutet schließlich nicht, dass es nicht existierte. Friederike konnte von Glück reden, dass ihr rechtzeitig die Augen geöffnet worden waren. Doch der klare Schnitt, den sie damals vollzogen hatte, war ihr nur äußerlich gelungen. Oft nagte die Frage an ihr, ob sie vielleicht in einer Kurzschlussreaktion vorschnell alles geopfert hatte, was ihr so viel bedeutete. Für ihre große Liebe hätte es sicher keine Chance gegeben. So viel war klar. Aber wenigstens ihren Traumberuf hätte sie behalten können. Doch sie hatte keinen anderen Ausweg gesehen und innerhalb weniger Stunden ganz allein eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Fragen, was wirklich hinter ihrer Rückkehr aus London steckte, ignorierte sie hartnäckig und schloss die schmerzhafte Wahrheit lieber tief in sich ein. Dass sie beruflich so schnell wieder auf eigenen Füßen stehen konnte, verdankte sie ihrem Ideenreichtum. Der hatte sie noch nie im Stich gelassen. Sich an einem anderen Theater als Bühnenbildnerin zu bewerben, hatte Friederike von Anfang an ausgeschlossen. Zu groß wäre die Gefahr, Rick eines Tages unerwartet gegenüberzustehen. Da muss ich noch kurz einwenden, das hatte ich vorhin vergessen. Rick ist Schauspieler. Sie hatte sich aus seinem Leben gestohlen und durfte ihm niemals mehr begegnen. Auch wenn Rick dem Theater gerade den Rücken gekehrt und umjubelter Serienstar geworden war, worüber die englische Boulevardpresse fast täglich berichtete, würde er eines Tages ganz sicher auf die Bühne zurückkehren. Rick brauchte das Theater wie die Luft zum Atmen. Wenn Friederike aber jemals ihren Seelenfrieden wiederfinden wollte, durfte und konnte sie keine weitere Begegnung mit ihm riskieren. Manchmal wusste sie nicht, was schwerer auf ihr lastete, dass sie Rick verloren hatte oder dass sie ihn ohne jede Erklärung verlassen
und ihm damit unendlich wehgetan hatte. Doch er durfte niemals die Wahrheit über ihr Verschwinden erfahren. Es würde sowohl seine als auch ihre eigene Familie zerstören. Rick und sie konnten niemals miteinander glücklich werden. So, was Friederike jedoch nicht weiß, Rick ist auf dem Weg nach Deutschland, weil ihn nämlich sein Freund Thies zu seiner Verlobung eingeladen hat. Und die soll, man ahnt es, auf einer kleinen fränkischen Burg stattfinden. Rick ist gerade auf dem Weg mit dem Zug nach Süddeutschland, nach Franken. Unterwegs überfallen auch ihn Gedanken an die Vergangenheit. Der Abend seiner ersten Begegnung mit Friederike war für Rick der Beginn der glücklichsten Jahre seines bisherigen Lebens gewesen. Am darauffolgenden Wochenende waren sie wie geplant zu dritt nach Somerset auf das Landgut seiner Eltern gereist. Diese hatten gerade Urlaub in Italien gemacht und so war ihr Aufenthalt dort ziemlich ausgelassen gewesen. Thies und Rick hatten Friederike alle Plätze und heimlichen Verstecke ihrer Kindheit gezeigt. Mit den Rädern die Umgebung erkundet, abends in der großen Schlossküche gemeinsam gekocht und anschließend die halbe Nacht zusammengesessen und gequatscht. Es waren so unbeschwerte Stunden gewesen. Dass es zwischen Rick und Friederike richtig gefunkt hatte, war für jedermann offensichtlich. Dennoch hatte es eine weitere Woche gedauert, bis sie endlich ein Paar wurden. Rick hatte sofort gespürt, dass seine Gefühle für diese Frau weit über die übliche Verliebtheit hinausgingen. Er hatte ihren wunderbaren weiblichen Körper geliebt, der sich so gern und so leidenschaftlich mit dem Seinen verband. Er hatte ihren Duft und die Art geliebt, wie sie lächelte oder nachdenklich schaute. Ja, er hatte sogar geliebt, wenn sie ärgerlich wurde, weil er ihrer Meinung nach mal wieder unglaublich begriffsstutzig war. Und er hatte ihre Diskussionen über Kunst, Theaterinszenierungen im Allgemeinen und seine Schauspielerei im Besonderen geliebt. Genauso wie ihr gemeinsames Schweigen, wenn sie im selben Raum jeder für sich gearbeitet hatten oder wenn sie miteinander durch die Natur gestreift waren. Friederike mochte die Natur ebenso wie er, diese scheinbar unendliche Weite von Landschaften. Und manchmal hatten sie sich ganz spontan ein einsames Plätzchen gesucht. Bei dieser Erinnerung überzog Ricks Gesicht eine feine Röte. Während ihrer Beziehung war er überzeugt gewesen, dass Friederike genauso für ihn empfand, wie er für sie. Irgendwann hatten sie wie selbstverständlich begonnen, über ihre gemeinsame Zukunft zu sprechen. Darüber, wie es ihnen gelingen könnte, ihre beiden Künstlerberufe, die sicher den einen oder anderen Ortswechsel erforderten, mit ihrer Beziehung in Einklang zu bringen. Für Rick war es selbstverständlich gewesen, dass sie ihr Leben von nun an gemeinsam führen würden. Er hatte sogar schon den Verlobungsring, ein altes Familienerbstück, für Friederike überarbeiten lassen. Immer wieder hatte er sich ausgemalt, wie er den Ring an ihren Finger stecken und sie ihn mit ihrem wunderbaren Lächeln ansehen würde, bevor sie sich überglücklich in die Arme fielen. Rick hatte so sehr gehofft, dass sein Antrag sie glücklich machen würde. Heimlich hatte er den Schmuck an ihre Ringgröße anpassen und sogar den großen Diamanten neu fassen lassen. Der Schmuck erschien ihm wie geschaffen für Friederike. Sie liebte Dinge, die eine Geschichte zu erzählen hatten. Und dieser Ring besaß eine sehr lange Geschichte. Einer seiner Vorfahren hatte im 19. Jahrhundert den rosa schimmernden Diamanten aus dem Besitz von Bayernkönig Ludwig I. als Dank für einen besonderen Gefallen erhalten. Worin genau dieser Gefallen bestanden hatte, darüber schwiegen sich die Annalen jedoch aus. Ricks Vorfahre hatte dann einen Ring für diesen Stein fertigen lassen. Seit damals überreichte der Titelerbe, wie gesagt, Rick kommt aus einer adligen Familie, am Verlobungstag diesen Ring seiner Braut. Rick war kurz davor gewesen, Friederike mit diesem kostbaren Familienschmuck einen Heiratsantrag zu machen. Doch das Schicksal hatte es anders gewollt. Just an dem Tag, als er ein romantisches Picknick im abgelegenen Teil des elterlichen Anwesens vorbereitet und Friederike dort die Frage aller Fragen hatte stellen wollen,
war sie aus seinem Leben verschwunden. Einfach so, ohne jede Vorwarnung und Nachricht. So, wie wird das Ganze weitergehen? Das erfahrt ihr im Buch Die Mädels von der Burg, eine Bühne für die Liebe. Hat Spaß gemacht mit dir. Müssen wir wiederholen. Ja, das wiederholen wir ganz bestimmt. Das ist ein Versprechen. Genau. Okay. Wir hoffen, euch hat es genauso viel Spaß gemacht und bis bald mal wieder. Wenn ihr Lust habt, wir sind auf der Buch Berlin und lesen am 17.09. 11.30 Uhr im Raum 1. Und ihr findet uns am Alexanderplatz 15. Genau. Auf der Buch Berlin. Tschüss.